Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir haben zuletzt von Leonard einen Anruf bekommen und ich gehe jetzt wieder raus und habe immer voll Schiss, dass wieder so viele Krankenschwestern kommen. Das war so übel und ich spiele auch gerade im Anschluss. Wir sind in 3F, wir sollen aber ans Ende von 2F. Moment, 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 bleib mal wieder oben. Da unten ist das. Da war doch gar kein Raum. Bei 2F? Hä? Da ist doch gar nichts. Da waren wir doch schon. Weiß ich gerade nicht, was damit gemeint ist, oder war damit hier das hier gemeint? Kaputt. Kaputt. Also hier ist auf keinen Fall mehr was. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo ich hier noch nicht war. Ach, hier direkt neben mir in S9. Kaputt. Okay. So übel, wie die da auf einmal rauskamen. Kann man in Flur? Nee. Fahrstuhl probiere ich jetzt gerade mal nicht aus. Was habe ich hier denn noch nicht übersehen? Da vorne ist noch irgendwie links eine Tür. Kaputt. Die war es, glaube ich, auch gar nicht. Die hier? Kaputt. Hier vielleicht? Also die anderen? Hier war ich auch noch nicht. Auch kaputt. Und direkt geradeaus ist damit dieser Raum gemeint? Nein. Wir sollen ja auch nicht im dritten Stock. Wir sollen ja woanders. Weiß ich nicht. Ich gehe erstmal raus hier und habe ja die Krankenschwestern und sowas alles jetzt besiegt und ich möchte gern speichern, weil das liegt jetzt alles auch schon wieder hinter mir. Und das habe ich ja dazwischen nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal eben. Auch wenn der Part für euch gerade erst anfängt. Ich bin aufgeregt, denn ich spiele am Stück. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Dann gehe ich jetzt in den Flur. Weil ich es kann und weil ich dann in den zweiten Stock komme, oder wie? Im Keller müssen wir ja nicht mehr. Ja. Nein. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? In diesen anderen Raum? In den E-Raum? Dann komme ich da aber auch nicht weiter. Eigentlich muss ich genau umgedreht hin. Da, wo die sind, laufe ich denen in die Arme, damit ich hier hinkomme. Verstehe aber nicht, was da sein soll. Da war doch gar nichts mehr. Es ist voll eklig, mit den Geräuschen zu überlegen, was ich jetzt gerade machen will. Ich guck noch mal gerade vielleicht im Garden, aber da komme ich so nicht hin. Das macht keinen Sinn. In C4, im ersten Stock, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Eigentlich bin ich genau richtig. Oh nein, lass mich durch! Dadurch, dadurch. Normalerweise flüchte ich ja nicht, aber in diesem Falle kostet mich das alles hier nur viel zu viel Energie. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Das Einzige, was ging, war M4 und der Raum daneben. Hier nochmal rein. Hier, wo er lag? Oder soll ich jetzt zur Leiche? Es ist alles unheimlich, egal wo ich hingehe. Scheiße. Hallo? Wo soll
soll ich hin? Mag das nicht. Ich mag das auch wirklich nicht, rumzulaufen. Dann gehe ich jetzt nochmal in diesen Examen-Dingsraum, aber es hieß doch. Kaputt. Ach, da kann ich durch. Okay. Warum? Was ist hier? Wo, ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Wo sind wir denn hier? Hä? Okay, jetzt ist es wirklich unheimlich. Warte mal, ich nehme mal eben meine Weste ab, damit ich schneller laufen kann. Das ist mir irgendwie gerade zu ungewiss. Wo soll ich lang? Okay. Okay. Hallo? Okay. Wow, wo sind wir denn hier? Okay, anscheinend ist das der Weg zu Leonard. Und da ist eine Tür. Was war da? Okay, da geht's nicht lang. Dann gehen wir mal durch die Tür, auch wenn ich nicht weiß, was passiert. Wenn wir jetzt kämpfen sollen und ich habe gar nichts. Ich habe doch gar keine Muni mehr, so wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier kann ich nicht lang. Hier auch nicht. Okay. Ich bin verwirrt. Wow. Okay, da soll ich nicht lang. Alles klar, hab's kapiert. Was wollt ihr dann von mir? Ich komme hier ganz durcheinander. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier. Hä? Da ging es doch aber auch nicht weiter. Oh, hier geht's noch weiter. Alles klar. Okay. Boah, gruselig. Meine Fresse nochmal. Dieses Bild, der Kopf tut mir nicht weh, wenn ich mir das ansehe. Aber ich kenne es. Es muss. Was auch immer. Was? Was zum Teufel? Habe ich mit offenen Augen geträumt? Nein, es war eher wie ein Video in einem dunklen Raum. Aber diese Krankenschwester, ich kenne sie. Lisa, die mich so himmlisch behandelt hat in diesem höllischen Krankenzimmer. Obwohl sie manchmal schon etwas seltsam war. Was? Ist das Speichersymbol jetzt weg? Das war übrigens ein Ausschnitt aus dem Video, was ich damals nicht gefunden hatte in Silent Hill 1, wo ich gesagt habe, oh, schade. Oder Silent Hill 2, nee, Silent Hill 1, wo ich noch gesagt habe, in Silent Hill 3 sieht man das auf jeden Fall nochmal wieder. Das war ein Ausschnitt aus diesem Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was kommt hier? Ich hab Schiss. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh nein. Oh, er dreht da am Rad und ich drehe auch gleich am Rad. Mit einer aufgespießten Krankenschwester. Oh, wie schrecklich. Scheiße, ey. Scheiße. Nein.
Nein, oh Gott, ich habe doch gar nichts zum. Ich rüste mich mal wieder aus hier. Mit meinen tollen Waffen, die ganz toll sind. Was? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Habe ich eine Karte? Oh Gott, ich habe sogar eine Karte. Puh, ich soll hier rechts in eine Tür reingehen können? Da ist eine Bahre halbwegs in den Raum geschoben. Vielleicht wurde sie hereingetragen. Ja, wer da drauf liegt, wurde hier oben reingebracht. Gibt es hier überhaupt Türen, die ich benutzen kann? Das ist alles so, das sieht alles gleich aus. Okay. Hallo. Oh mein Gott, ich blick hier gar nicht durch. Das ist voll merkwürdig hier alles. Die ist offen. Ew, was ist hier? Eine Leiche, die da hängt und da tropft das Blut rein und oh, da hängt eine Leiche von der Decke. Das von der Leiche tropfende Blut hat den darunter gestellten Eimer vollkommen gefüllt. Wer macht sowas und warum? Es sieht aus wie ein totaler Aderlass. Schlag die Leiche runter, ey. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich hier machen soll damit noch, aber ich weiß es im Moment noch nicht. Mann, das ist echt unheimlich. Ich muss noch mal die anderen Türen abklappern. Was ist das hier? Brauche ich wohl nicht zu checken. Wenn möglich, fasse ich sowas lieber nicht an. Sieht aus, als ob ein Stück Fleisch oder so auf dem Boden liegt. Wo ist jetzt die Tür, die ich noch nicht ausprobiert habe? Die nächste noch und dann die andere. Ich kann hier gar nichts erkennen. Bin ich jetzt schon dran vorbei? Okay, dann habe ich die, dann kann ich mich wieder umdrehen. Ich will nämlich hier überhaupt nicht sein. Okay, direkt neben mir. Die ist offen. Was ist hier? Oh, ein Speicherpunkt. Was ist das da an der Wand? Oh, wie gruselig. Patronen. Patronen. Die Hand vor dem Fenster. Und hier kann man speichern, obwohl da diese Hand vorm Fenster ist. Wie gruselig. Oh, es ist echt eklig. Was kann man mit der Hand da irgendwas machen oder so? Das ist doch abartig. Okay. So, wo geht's jetzt hin? Direkt hinter mich wieder. Ich bin die falsche Seite. Hier geht's jetzt weiter. Hier waren wir ja schon. Mit dem ekligen, tropfenden Eimer Blut. So, direkt hinter mir. Abgeschlossen. Kaputt. Also geht's nur noch hier weiter, oder? Ja. Was soll. Oh, pass auf, Heather, bitte. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Es ist echt unheimlich hier. Es ist einfach nur schlimm. Scheiße, was mache ich denn? Oh, Scheiße. Steh auf. Steh auf, Heather. Nein. Oh, ich brauche die Pistole, ey. Das Ding funktioniert doch überhaupt nicht. Neu laden. Toll.
Nimm lieber die. Mano, geh, hör auf mir rumzugrabbeln. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur furchtbar hier. Die Alternative halt. Was soll man dazu sagen? Alternativ halt. Oh, scheiße. Auch offen. Oh Gott. Ich nehme mal das Katana. Hallo? Nein. Nein. Ich weiß, was das für ein Raum ist. Nein. Scheiße. Die Tür geht nicht auf. Sie bewegt sich kein bisschen. Was zum Teufel? Wir kommen hier nicht raus. Leute, es ist einer der schlimmsten Räume, die es gibt. Der Spiegelraum. Wenn man sich das Ganze hier genauer anguckt, dann sehen wir unser Spiegelbild. Und alles wird eklig. Richtig eklig. Und wir können nichts machen. Oh Gott, ich will nicht. Sag doch mal was dazu, Heather. Ich will raus hier. Ich will raus hier. Sie geht immer noch nicht auf. Oh, Scheiße. Sie bleibt stehen. Oh Gott, wie schrecklich. Ich meine, ich kenne den Raum, aber... Nein. Nein. Oh mein Gott. Okay, raus. Bitte geh raus. Geh einfach raus. Wir kommen wieder raus. Das ist ein ganz schlimmer Raum. Das ist ganz schlimm, der Raum. Okay, Abgrund. Kaputt. Offen. Wieso? Wo sind wir denn dann? Okay, aber wir sind doch jetzt in der Alternativen. Das ist doch dann alles anders hier jetzt, oder? Wie darf ich das verstehen? Ach, wir sind ja jetzt nur eine Runde gelaufen. Das heißt, wir waren hier schon. Ich denke mal, ich soll jetzt aber eher Fahrstuhl fahren. Und deswegen gehe ich jetzt wieder zurück. Und da kann ich nicht weiter. Okay. Also dieser Spiegelraum ist schon echt übel. Okay, wo geht's jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Wir sind in der Alternativen, hier ist sowieso alles anders. Zweiter Stock. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade waren. Waren wir nicht im zweiten Stock? Und sind dann in die Alternative gekommen? Wo sind wir dann? Oh nein, wir waren hier noch gar nicht. Das ist ja toll. Schön. Kaputt. Was ist das jetzt hier für ein Flur? Kaputt. Offen. Nein, es klingelt.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forget your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear, who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday! Is this Leonard? That's the murderer's name. Not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is number 7. Oh, but don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not mistaken. Today is your 24th birthday, and I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most! Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Ist doch scheißegal, ob du Geburtstag hast. Renn einfach aus dem verfickten Krankenhaus raus und... Oh mein Gott, es ist so krank hier. Das Telefon ist tot. Oh nee, das Telefon ist gar nicht angeschlossen. Aber was ist mit diesem Anruf? Ja, es ist alles total gruselig hier. Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur gruselig hier. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer hier. Nichts Besonderes. Super. Das war also jetzt auch noch so ein gruseliger Anruf. Gut gehen tut's ihr auch mal wieder nicht mehr. Kann ich schon wieder einen Erste-Hilfe-Kasten nehmen und rausgehen? Nein. Nein, nein, nein. Die nächste hier gegenüber soll ich ausprobieren. War ich da nicht gerade drinne? Nein, war ich nicht. Was ist das? Warum geht die Tür auf? Oh, was? Was ist das? Etwas Seltsames ist im Spind eingesperrt. Ich glaube, ich bin hier sicher, aber ich sollte Abstand halten. Okay. Okay. Was? Da hängt ein blutbefleckter weißer Mantel an der Wand. Hat das etwas zu bedeuten? Wahrscheinlich. Plastiktüte. Gesundheitsdrink. Gesundheitsdrink. Da ist nichts Wichtiges im Abfall. Hat keinen Zweck, noch länger drin zu gehen. Hey, da war noch genug Wichtiges drin. Es ist einfach nur eklig hier. Was ist das für ein Bild? Das ist so ein Bild von einer Frau. Oder sowas wie Jesus oder so. Da ist eine Papiertüte voller Müll. Okay, dann gehe ich mal wieder raus hier und... Ciao. Habe ich dann alle Räume hier erstmal durch oder nicht? Wisst ihr was, Leute? Wie wär's mit ein bisschen Rindfleisch? So, dann sind die erstmal zufrieden und, ja, ich fahr dann mal runter und speicher und, wippe wie immer vor und zurück, wenn ich unten angekommen bin. Verabschiede mich jetzt von euch und... Leb wohl, Alexis, leb wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.